Guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, der 3. Juni, 9 Uhr und eine Minute. Ich mache mich gleich auf den Weg zum Sport. Heute ist wieder Buddy Street angesagt, EMS-Training in der Buddy Street-Filiale am Schloss Charlottenburg. Ich werde mit Fahrrad hinfahren. Es sind irgendwie 20 Grad und das schon um die Uhrzeit. Es ist relativ warm. Sonne scheint nicht. Es ist total bewölkt. Wahrscheinlich schüttet es heute noch. Mal gucken. Und vom Sport aus werde ich dann ins Büro fahren zu Bruno Gmünder und da bin ich dann auch noch 2-3 Stunden und dann fahre ich wieder nach Hause und werde hier noch ein bisschen arbeiten. Und heute Abend treffe ich mich mit Florian. Der hat gestern angerufen und gefragt, ob wir heute nicht was essen gehen wollen. Und wir wollten eigentlich zu Toni Romas und mit der Get-To-Card ist das ja ein bisschen günstiger, aber da braucht es immer ein bisschen Vorlauf, weil die Plätze immer irgendwie auf, glaube ich, 5 pro Tag begrenzt sind. Und ich hatte schon so ein Gefühl, das wird nichts, das ist viel zu kurzfristig. Aber nein, wir haben für 20 Uhr noch einen Tisch bekommen und da werden wir heute Abend Spare Ribs oder sowas essen gehen. Bin ich mal gespannt. Wird bestimmt wieder sehr lecker und ich freue mich, denn ich werde eingeladen. Der Florian lädt mich heute zum Essen ein. Der ist ja jetzt seit geraumer Zeit in Festanstellung beim Unternehmen als Programmierer und verdient Geld und gibt dann entsprechend auch Geld aus. Und heute darf ich mal, ohne Portemonnaie sozusagen ins Restaurant. Das ist cool. Das macht Spaß. Ja, ansonsten gestern der Besuch in Neukölln war auch ganz gut. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, habe auch den Rotwein bekommen, den der Stefan zum letzten Batman-Abend dabei hatte. Der war richtig gut. Habe eine Flasche dem Jasper geschenkt, habe mir noch 2 Flaschen für zu Hause für mein Weinregal mitgenommen. Und wie gesagt, der Geburtstag war ganz gut. Ein bisschen chaotisch, so wie man das eigentlich auch erwartet bei Ada und Jasper. Die Familie war da. Ich war ein bisschen erstaunt, weil ich scheinbar so ein Stück weit mit zur Familie zähle. Mama und Papa von Jasper waren da. Die Schwester war da, der Freund von der Schwester und natürlich die Kinder alle. Und ich war dabei. War sehr schön. Sushi gab es zwar nicht, wie angekündigt. Es gab dann Spaghetti Carbonara und einen leckeren Salat. Und danach noch eine Torte. Aber wie gesagt, alles in allem war das ein sehr schöner Abend, auch wenn ich mich dann irgendwann so gegen 9:45 wieder von dannen gemacht habe. Die anderen sind aber auch alle los, weil ja am nächsten Tag Arbeit ansteht und dann brauchen wir noch ein Stückchen nach Hause. Und ja, also war ein schöner Abend. Ich war gegen 10:45, glaube ich, war ich wieder hier. Und habe noch ein bisschen Elder Scrolls Online gespielt, so wie das halt ist mit mir momentan. Ja. Und jetzt geht's, wie gesagt, in einen neuen Tag. Sebastian hatte eben sich auch nochmal gemeldet, er schafft es heute nicht ganz zu 9 Uhr, ist irgendwie ein paar Minuten später dran, wo ich dann meinte, wir gehen noch morgen frühstücken, morgen ist doch erst der Kaffee-Berio-Termin. Und dann fiel es ihm auf, ach, es ist ja erst Mittwoch und nicht Donnerstag. So, dann wisst ihr auch schon, was ich morgen vom Mittag mache. Frühstücken gehen mit ein paar Freunden und vielleicht streame ich ja vom Frühstück. Mal gucken, wer weiß das schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Mittwoch, eine wunderschöne Wochenmitte und ich melde mich dann morgen wieder bei euch. Also, bis dann. Ciao.